Mia sitzt hier gerade im Piercing-Studio Wermitzkirchen. Hallo Mia, was bekommst du heute? Ein Conch. Freust du dich? Ja. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Wie lange musstest du die Mama hier, ich nehme jetzt hier nichts auf, überreden? Gar nicht, sehr gut. Coole Mutter, genau, aber die ist ja selber Kundin bei uns. Alles klar, Nicolo, Start klar. Genau, Stirn ist schon Start klar, wir stechen das Conch-Piercing, optimiert für einen späteren Ring. Ja, dann können wir auch schon loslegen. Erstmal jetzt mit einem weißen Swarovski-Crystal und dann hast du es auch gleich sofort geschafft. Und ich brauche dir nichts sagen, oder? Nein. Okay, dann fixieren wir jetzt erstmal das Pünktchen. Sobald der Punkt fixiert ist, hast du auch ganz schnell dein Piercing. Punkt ist fixiert und das war's. Da ist das Piercing fertig. Super tapfer, ne? Hör mal. Hast du von der Mutti. Wollte ich gerade sagen, hast du alles von der Mama. Und war schlimm? Nö. War auszuhalten, oder? Ja. Dann machen wir eben schnell den Schmuck rein. Und dann hast du dein Kunstpiercing überlebt. Das hat doch mega cool geklappt. Schmuck ist drauf. Wie alt bist du, Mia? 12, okay. Und da ist dein Piercing. Dann machen wir mal eben schnell noch das Steinchen vorne fest. Sie hat sich ein 4mm Swarovski ausgesucht. Ja, wenn schon, denn schon, genau. Ne? Ja, sehe ich genauso. Dann kann man das Glitzersteinchen auch ruhig sehen. So, Steinchen ist drauf. Dann ziehen wir es noch eben kurz fester. Und es fest und bringen es in die richtige Position. Voll tapfer. Und da ist es. Dann können wir es einmal zeigen. Schön. Dann können wir auch nochmal eben den Unterschied erklären, weil viele fragen immer Helix oder Conch. Ja. Also das ist jetzt das Conch-Piercing, wurde frontal durch das Ohr durchgestochen. Hätten wir jetzt einen Helix gestochen, sucht man sich irgendwo an der Position des Helix einen Punkt aus und sticht durch den Helix durch. Das ist der Helix und so ist der Conch. Hier liegt der Ring natürlich nachher auch dann schön auf. Ja, das heißt, wenn wir den Conch stechen, läuft der Ring perfekt um den Helix rum. Perfekt. Super cool, danke Mia!